Der Ukraine-Krieg hat nach Einschätzung des US-Auslandsgeheimdienstes eine zersetzende Wirkung auf die russische Führung unter Präsident Putin. Nach Einschätzung von CIA-Direktor William Burns öffnet dies dem US-Geheimdienst neue Möglichkeiten, Geheimdienstinformationen über Russland zu sammeln. Die CIA hat vor einigen Monaten schon eine Social-Media-Kampagne gestartet, um Menschen in Russland als Spione zu rekrutieren. In dem Video wird unter anderem erklärt, wie Interessenten heimlich und anonym mit der CIA Kontakt aufnehmen können. Es soll allein in der ersten Woche 2,5 Millionen Klicks gegeben haben. Als beispielhaft für die Schwäche in Moskau sieht die CIA den Aufstand der Wagner-Söldner vor einer guten Woche.